Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch, Version 1.3. Wir machen Mais, nebenbei sehen wir noch Gras auf Feld Nummer 12, wo der Dünger gleich alle ist. Mal sehen, wir haben noch ein bisschen was auf dem Acker, fahren wir rüber. Wir haben aber ausgeladen, ne? Ja, heute noch und ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Also falls ich jetzt nicht im Tag komplett verrutscht bin in der Folge, müsste heute Sonntag sein. Wünsche ich allen. So, wir machen weiter. Ja, wir machen Mais und Aussaat, Gras. Der ist fertig, der hat gereicht. Na, super. Dann werden wir gleich rüber switchen und ihm freistellen. Damit er, naja, Lohn kostet mir so nichts zur Zeit. Vielleicht macht die Ecke noch nach, mal sehen. Machen wir gleich, ne? Naja, denkt man nicht dran, ne? C. Ne, VB. Also, zumindest hier in der Mitte wird nachmachen, so viel ist ja nicht. An der Ecken kommt er sowieso nicht ran. Wohl da, wo geflügt ist. Wäre ganz gut, ne? Beim Mähen wird es immer scharf mähen, wird ungünstig. Weil muss man auch dann denken, wenn er beim Ballenpressen das auch machen muss, ne? Ja, so nach und nach kriegen wir hier das wieder über die Runden, ne? Zu früher Herbst. Jetzt kommt die nächste Nacht. Und dann möchte ich schon mal, dass die Aussaat erledigt ist und Düngen ist auch erledigt, das ist gut. Falls wir uns noch mal Wachstum kommen sollte für den Gras, weil die müssen ja noch mal pflügen, ne? Düngen. Wenn Gras noch mal kommen soll, ist ja erstmal Stufe 2. So. Jetzt holen wir gleich den Dünger da hinten. Weil bevor wir jetzt da wieder zurückfahren her, fehlt mir ein bisschen was. Holen wir gleich. Mal sehen, ob wir reinkriegen. Ich glaube 7000 geht rein. Oder 3000, weiß ich genau. Wird zwar nicht alles wegkriegen, aber doch ein Teil. Ein Teil kriegen wir weg. Den Kurs kann ich schon mal löschen. Das hat sich erledigt. Ja, da habe ich einfach ausgeladen, ne? Da dachte ich auch, ja, ach Gott. Der Dünger ist alle und ich fahre zum Hof und kaufe einen Schwung, ne? Voll. Und dann liegt das hier rum, ne? Sehe ich durch Zufall. Ich habe nebenan gedüngt und da sehe ich plötzlich, oh, Dünger. Ja, na, kriegen wir alles rein. Das wäre super, da brauchen wir nicht extra fahren. Entschuldigung. Das sind meine Orangen. Ich habe mir mal zwei gegönnt. Ich dürfte kaufen mir was und essen die immer nicht. Und da werden die irgendwann schlecht. Und das ist auch so schade. Und die gehen sogar einigermaßen von der Säuregehalt her, das geht. Also die ganz sauren mag ich nicht so gerne. Ich ziehe die etwas süßlichen vor. Denn sauer kann ich mal alleine werden, braucht keine Orange dazu. Ja. So hat jeder seinen Geschmack, ne? Aber das siehst du ja von beim Kaufen nicht an, ob sie sauer oder süß sind. Das ist ja immer abhängig von wo die kommen. Und was für eine Sorte vor allem ist, das traut das anscheinend. Und wenn die halt nur die sauren Sorten haben, dann ist das. Oh, nicht, wenn ich in einer Palette hinfahren muss. Zwei? Oh, nee. Na ja, gut, ist nicht anders, ne? Wir sind dann hier noch mit. Hier bleiben.
da ist eine Verbindung. Sehe ich jetzt erst das erste Mal. Na ja, gut. Ja, haben wir eine kleine Abkürzung. Zum Glück ist es wieso nicht gewachsen und wird schlecht. So, allgemein schlecht, wenn man eine Wiese oder Boden durch Gewicht belastet, ist nicht gut. Weil dann das Leben im Boden zerstört wird, mehr oder weniger. Und das ist ja hier sehr wichtig. Das Mikroleben und so, dass Regenwürmer wachsen können, ne? Das ist, für den Boden ist es wichtig. Aber denk mal, vier, vielen Äckern wächst das nicht mehr. Alles so sehr intensiv gedüngt, das vertragen die Tiere auch nicht. Brachten die mal eine Sendung von Amazonas, dass die Urbevölkerung, damals die erste, die da gelebt hat, schon eine Methode entwickelt hat, um den im Grunde unfruchtbaren Boden fruchtbar zu machen. Ne? Die hatten das rausgefunden mit Kohle. Praktisch mit Holzkohle. Da wächst Unkraut. Aber Gras macht halt nichts. So, eine Ecke noch und dann machen wir Mais weiter. So, dann ist fertig. Die nächsten Felder. Muss ich überlegen. Raps könnte ich auch noch aussehen. Da wird auch erledigt. Aber das machen wir morgen. Nicht auf einmal. Weil Raps ist ja im Herbst ist ja. Wie weit das Gras immer drin ist. Mein gut, das werden wir nicht mehr mähen können, das glaube ich nicht. Dazu muss es noch zu viel wachsen. Also haben wir morgen auch was zu tun, ne? Oder beziehungsweise ja, morgen ingeben. So. Stellen wir mal daneben und können wir weiterhin das. Können wir näher herholen, ja, später. Wir machen Mais, solange es hell ist. Im Dunkeln kann man ja na, hier die Gerätschaften holen. So. Ach, unsere Schweine. Da wollte ich mal gucken. Nicht, dass die mich verhungern. Ne? Alt ist. So, Schweinestall 80. Oh, da muss ich füttern. Das ist ganz wichtig jetzt. Schweinestall 80. Ja, dann werden wir die anderen entlassen. Die versorgen jetzt die Tiere. Hier, den mal einsteigen. Ein paar mehr gespeichert zur Not. Dann gehen wir auf den Hof. Jetzt, oder beziehungsweise gleich zum Stall. Und die Tiere werden jetzt versorgt. Also das ist ja nun gar nicht gut, wenn die knapp davor sind schon rot. Das ist dann schlecht. Verluste an Futtermangel sollten wir eigentlich nicht in Kauf nehmen. Weil es ist einfach nicht notwendig. So. Denn Futter ist ja schnell getan, ne? Brauche ich ja nicht viel, ist ja das Kuriose. Aber das muss halt gegeben werden, ne? Im Grunde müsste ich mir so vorstellen, ein Schwein muss, so ein Stall, da muss das Futtersystem automatisch funktionieren. Dass man im Prinzip die Silos hier voll macht. Und dann entsprechend sagen könnte, okay, das Futter reicht jetzt für, sag mal, 3 Tage oder so. Wenn ich nicht jeden Tag Futter auffüllen muss. So, Wasser gehen wir auch nicht aufgeben, aufdrehen. Obwohl Wasser, die Gefahr ist nicht so groß. Da haben wir notfalls die automatische Wassergabel.
Trigger nicht getroffen. Das muss daneben liegen. Ja, was die Malzerück noch bedeutet, ist für uns oder die Brauerei, wir kriegen ja Schweinefutter, ne? Das ist, was wir als Nebenprodukt für unsere Tiere kriegen. Hier ist kein Futter. Und da nicht. Das sind die großen Tiere. Das ist voll, voll, voll. Das ist der große Stall. Dann fahren wir da gleich hin. Und dann können wir gleich wieder voll und entsprechend hier bringen. Wasser geben, Wasser geben, Wasser, Wasser. So, Wasser. Das finde ich die beste Erfindung mit Wasserhahn. Das ist sowas von realistisch, dass man Wasser nur aufdrehen braucht und nicht mit dem Tankwagen kommen muss. Glaubt mir, kein Bauer hat einen Stall mit, ohne fließendes Wasser. Das ist, das gibt's einfach nicht. Gibt's nicht. Das haben die alle. Die haben alle entsprechend Wasser im Stall. Dass hier im LS mal ein Tankwagen gemacht werden muss, das ist ja schon mal abwegig, kann man sagen. Ne? Von vornherein ist nicht vorgesehen, das Wasser zu geben wird automatisch. Also ist für mich nicht logisch. So, dann müssen wir gleich mal hier die Schweine putzen. Putzen wir gleich. Wenn wir geputzt haben, kriegen wir nicht mehr leer gemacht. Das wäre nicht mehr super geil, wenn ich nächste Woche die Folgen mache, dass ich dann plötzlich Tiere verhungert sind, weil ich das vergessen habe. Die Gefahr ist natürlich bei mir heute sehr groß, dass ich nächste Woche das entsprechend das Wichtige vergesse. Deswegen mache ich nämlich gleich zumindest ein Futter, weil Wasser sind sie alle extern versorgt. Also im Notfall würden die dann auch Wasser bekommen von der Pumpe von Seasons. Es scheint auch zu merken, dass der Stall die Größe der Tiere entscheidend ist. So, jetzt haben sie alle wieder Sauberkeit, Sauberkeit. Das wird sich gleich erholen. Da hinten vermute ich mal eine Sauberkeit. Hier muss ich auch noch Wasser geben. Werden wir gleich aussteigen. Und ja, Mist haben wir auch schon hier. Gut, hier haben sie einen Druck und Wasser und so. Das passt schon so. Machen wir gleich wieder voll machen und dann rüberfahren zum Stall. Oder machen wir erstmal sauber. Wir können ja nebenbei den Hänger schon mal voll machen. Brauchen wir sowieso. Jetzt mehr als vorher. Und so. Das kostet nicht alle Welt, dass das geht. Fahren wir rüber und machen dann auch noch sauber. So, jetzt hoffe ich mal nicht, jetzt vorgemacht habe ich jetzt hier, ne? Schauen wir, rüberfahren, sauber machen, dann
ist die Folge auch wieder fertig. Mit 23. Ja, gut Licht. Aber wir müssen putzen, das ist auch nichts. Sauberkeit ist ganz wichtig, sonst werden die Tiere krank. Und kranke Tiere sterben unter Umständen. Das brauchen wir nicht, wollen wir nicht haben, ne? Ja, 6:30. Wahnsinn. Angefangen um kurz vor 3. Ich habe auch viel gesucht mit dem blöden Lenkrad und Treiber und so. Da etliche, so 2 Stunden ungefähr, den Grund gesucht, nicht gefunden. Treiber, alte Programm runter, komplett, neu rauf und dann her lief's, ne? Weil ich ja von vornherein nicht erkannt wurde im LS, dass da noch ein Lenkrad vorhanden ist. War auch vom Windows der Ton war verweckt. Also ich konnte im Prinzip hier überhaupt keinen Aufschlag sehen. Da hat sie komplett verstellt über Nacht. Und ich weiß nicht warum. Updates habe ich nicht gesehen. Also ist ja jetzt machen wir noch fertig. Ist ja jetzt auf Freitag und nicht. Die machen normalerweise Updates immer am Dienstag. Nicht, dass man darauf achtet. Wo liegt hier was? Ich sehe hier nichts. Fahr mal durch, vielleicht liegt hier was rum. Wenn das liegen würde, würde er auch aufnehmen, auf jeden Fall. Gut. Der Stall wäre sauber gewesen, also okay. Mist haben wir hier keinen. Ja, da wäre noch eine Möglichkeit, den Mist zu verarbeiten und Dünger bringen. Ne? Also aus Mist und Gülle im Prinzip. Zumindest was Nutzbares herzustellen. Düngt sich ja leichter mit Gülle. Hier scheint auch sauber zu sein. Scheint. In den Buchten kommen wir nicht rein. Nee. Und da, ja, das wünsche ich mir eigentlich im Prinzip, dass man später mal die Jungtiere aus dem Kleinen erkennen könnte. Dass sie dann, ja, so wie auf den Feldern und Wachstumsstufen plötzlich dann größer werden, das ist schon okay. Wenn man stufenweise machen muss, ist mir schon verständlich, aber so, das wäre gut, wenn das mal so wäre. Natürlich hoffe ich, dass das Season auch entsprechend dann auch kommt auf 21, also dass von vornherein mit Jahreszeiten beginnen können. Das ist einfach, bei Simulator ohne Jahreszeiten ist irgendwo nichts, ne? Also, ja, hier ist ein bisschen Mist. Die haben so Dreck gemacht, die Hunde. Die Hunde, die Schweine. Mal schauen, was aufnimmt. Das sind 88 Tiere. Ja, Schweinefutter. Das finde ich immer so erstaunlich. Mist, aber Schweinefutter, ne? Prozent 20, was ich Liter oder sowas. So, schauen wir eine Übersicht an, was besser geworden ist. Oh, der Radler dafür ist ideal, der kleine. Mit dem großen kommt sie gar nicht rein. Aber der Stall ist, glaube ich, zu klein. Auf Dauer ist das, ja. Ich habe doch ein bisschen verschätzt, wenn die Schweine doch fleißig sich vermehren, ne? So, Lüso, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Ja, alles im grünen Bereich. Schweinestall, ob da Sauberkeit, das kommt gleich noch. Das ist auch schon sauber. Ja, ich danke fürs Reinschauen.
Dann sage ich immer Tschüss und Winke, ciao, ciao. Man hört und sieht sich dann zum nächsten Mal wieder, ne? Tschüss. Natürlich dürft ihr reinschauen. Tschüss. Würde mich freuen.